Herzlich willkommen zu diesem Motovlog heute. Wie haben wir es jetzt eigentlich? Jo. 2:15. So, heutiges Thema, das ich ja vor 2 Tagen angekündigt hatte. Die Generic Trigger SM50. Und zwar wollte ich halt eben mit der Generic Trigger als erster anfangen, weil ich die ja schon einige Zeit lang gefahren bin. Dann würde ich einfach mal sagen, fange ich mal an. Also mal die positiven Sachen bei der Generic Trigger SM50 sind mal, sie hat einen sehr großen Tank, sie hat 10 Liter Volumen. Das ist für ein Moped unnormal, okay? Ich sag's ganz ehrlich, unnormal. Sie hat 1 Liter Öltank. Vogel, mach mal Hartzahl, komm. Ja, sie hat 1 Liter Öltank. Getrennt geschmiert natürlich. Wassergekühlter Zweitaktmotor, also der AM6, sprich der Nachbau AM6 von den Chinesen. Der trotzdem gut ist, der ist trotzdem ein sehr guter Motor. Was hat sie noch zu bieten? Ja, sie hat ein super Design. Das Design ist nämlich von Gerald Kiska, der nämlich auch die KTMs designt alle. Der hat alle KTMs designt. Also die 690er, die neue Super Duke, die 390er Duke. Der designt die Maschinen alle. Und genau dieses Design hat die Generic nämlich auch. Also von Gerald Kiska das Design. Also schon mal für mich ein positiver Punkt, da das Ding einfach irre geil aussieht. Ja, sie hat einen analogen Tacho, aber mittlerweile haben alle Modelle einen digitalen Tacho. Was natürlich auch ziemlich geil ist, da ja auch eigentlich viele Mopeds einfach keinen digitalen Tacho haben, sondern einen, noch immer einen analogen Tacho. Tacho. Was hat sie noch? Genau, du kannst sie in 2 verschiedenen Ausführungen kaufen. In Geländeausführung mit Stollenbereifung, da ist dann hinten eine 18 Zoll Felge drauf und vorne eine 21er Zoll. Oder eben eine Supermoto-Version mit 17 Zoll Felgen. Also, ja, Gussfelgen halt. Genau, sie hat einen Elektrostarter und einen Kickstarter. Hat auch nicht jedes Moped. Aber jetzt kommen wir zu den negativen Punkten. Ein großer negativer Punkt in meinen Augen ist der Mittelauspuff. Warum? Der Mittelauspuff ist sehr schwer. Der hat wirklich ein bisschen Gewicht und dadurch wird das Moped wieder schwerer. Das Ding hat 113 Kilo vollgetankt. 113 Kilo. Ist schon einiges. Für so eine kleine Zweitaktmaschine. Ich habe einmal den Endhub abgeschraubt, also den Auspuff. Und der Endtopf, der war so verdammt schwer, also im Gegensatz zu Rishu war das Ding das Doppelte. Ja, dann kommt halt nochmal hinzu, das Ding wird halt eben in China zusammengeschraubt. Das ist auch ein
großer Minuspunkt. Ja. Leider. Das Ding wird leider im Kino zusammengeschraubt und hat halt dementsprechend jetzt nicht so eine gute Qualität wie eine Derby, kostet aber auch nicht viel wie eine Derby. Und ist trotzdem ein Top-Moped, funktioniert top. Also an jeden Hater von euch draußen, fährt zuerst mal eine Generic, aber bitte eine entdrosselte. Dann werdet ihr sehen, was das Ding, ja, ein bisschen Leistung hat. Und wirklich super zum Fahren ist. Der Sitz ist auch sehr bequem. Da kann ich bei Derby, ja, Derby hat leider keinen bequemen Sitz in meinen Augen. So, das war es eigentlich auch schon wieder. Also, was ich euch sagen kann, ich kann euch die Trigger empfehlen, zumindest für die Leute, die halt nicht so viel Geld haben und sich eine gebrauchte zulegen wollen. Die Generic braucht halt auch sehr viel Liebe und auch viel Pflege, aber wenn ihr das macht, dann habt ihr ein super fantastisches Bike. So, dann will ich mich bedanken fürs Zusehen. Das war's heute wieder mit diesem Motovlog. Wie gesagt, heute um die Generic Trigger SM50. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, aber nur wenn ihr wollt. Dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Motovlog.